Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Jetzt ist es ein Birnenzeit. Und wie die alle, wer Garten hat, backt auch gerne nach Saison. Was erst dann kommt, dann geht es auch gleich in den Kuchen. Ob das die Erdbeere oder Kirschen oder dann kommt die Beere wie Brombeer, Himbeer, Schwarze Johannisbeere und so weiter und so fort. Und jetzt werden die Birnen langsam reif. Die sind noch nicht richtig weich, aber gerade jetzt, wenn ich die probiert und die schon schmecken und ich könnte in die beißen, dass die nicht so steinhart, am besten die sogar anlegen, weil dann beim Anlegen fallen die nicht auseinander und bleiben die ganz. Es kann man natürlich diese Kuchen mit den Birnen aus dem Glas machen. Und das ist ein Glas von 2018. Habe ich ein Video gemacht, wie ich die Birnenhälfte anlege und schaute den Glas. Den Sirup ist noch richtig klar. Ich habe jetzt ihn aus dem Keller geholt und schaute. Einfach super. 2018. Aber das, sowas, nehme ich lieber im Winter. Und jetzt möchte ich heute mit euch zusammen mal ein bisschen experimentieren und was probieren. Ich habe mir abends so ein bisschen im Kopf Gedanken gemacht, was hätte ich jetzt gemacht heute bei dem Kuchen. Und wenn ihr Interesse habt und wollt ihr mit mir auch ein bisschen experimentieren, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. So, bevor wir jetzt unseren Teig anfangen zu machen, können wir schon unseren Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Alle Zutaten zu diesem Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wir nehmen erstmal Zimmertemperatur weiche Butter, geben wieder Zucker, kann man Vanillinzucker nehmen oder ich nehme jetzt mein selbstgemachter Vanillezucker, so ein Teelöffelchen. Und erstmal verrühre ich nur Butter und Zucker. Jetzt werden wir die Eier trennen und Eiweiß getrennt in eine andere Schüssel geben. Und Eigelb in den Teig geht. Und jetzt verrühren wir mit dem Eigelb weiter. Geben wir jetzt gemahlene Nüsse rein und das Mehl. Das Mehl siebe ich. Es ist auch nicht viel, deswegen nehme ich kleine Sieb und geben wir zwei so eine gestrichene Teelöffel Backpulver und verrühren wir weiter. So, wir müssen auch nicht lange rühren, einfach nur, dass alles zusammen ist. So, jetzt nehmen wir uns so ungefähr 50 Gramm oder Blockschokolade, wie ich. Kann man ganz normale Schokolade nehmen und hacken wir ihn einfach mit dem Messer so grob. Jetzt können noch ruhig so grobe Stückchen bleiben. So, geben das alles zu unserem Teig rein und dazu geben wir noch ungefähr so vielleicht 2-3 Esslöffel Rum. Ich mache einfach aus der Flasche so 1-2 und einfach unterhebe ich es mit dem Löffel, weil ich habe meinen Mixer schon sauber gemacht. Für den Eiweiß aufschlagen. Sieht gut aus. Und jetzt werden wir noch Eiweiß erstmal mit dieses Salz aufschlagen. Und wenn es schon so schaumig ist, können wir schon den Zucker anrieseln.
Schaut ihr, die Masse macht schon diese Spitze, eigentlich ist schon reicht und fängt schon zu glänzen. So, das ist ausreichend. Jetzt werden wir diese Eiweißmasse unter unseren Teig unterheben. Nicht mehr rühren. So, jetzt nehmen wir uns eine Form. Meine Form ist 26 cm Durchmesser. Habe ich Boden eingefettet mit Butter und jetzt gebe ich da den Teig rein. Streichen wir glatt und stellen wir im Backofen ungefähr so für 25-30 Minuten. Es nach Art eures Ofens, schaut ihr mal und macht ihr einfach ein Stäbchentest. Wenn das Stäbchen trocken ist, dann ist der Kuchen auch fertig. Jetzt geht er in den Backofen. Bis das unser Kuchen im Backofen steht, können wir schon Birne vorbereiten. Und wie gesagt, es kann man natürlich aus dem Glas nehmen oder aus der Dose oder probieren wir mit den frischen. Ich habe mir so gedacht, dass ich es in so eine Spalte schneide, vielleicht so Hälfte auf drei Teile und so lasse ich die. Das Einzige, was ich werde noch rausnehmen, das sind die Kerne. Und da, wo der Stiel, werde ich auch lassen. Nur da, wo ihr merkt, aha, so eine harte Stelle, die kann man ausschneiden. Bereiten wir erstmal die so vor. Und dann gehen wir ins Herd und werden die so etwas karamellisieren. So, die Birne habe ich jetzt vorbereitet. Ich habe jetzt nur drei Stück aufgeschnitten und ich sehe, dass es wird bestimmt voll ausreichen, schon volle Teller. Jetzt gehen wir ans Herd und werden wir die karamellisieren. Dafür brauchen wir etwas Butter, Zucker und nach Geschmack, wenn ihr wollt, noch ein bisschen Zimt. So, stellen wir die Pfanne auf den Herd und geben wir da Butter. Und jetzt können wir auch schon den Zucker geben und lassen wir den Zucker hier im Butter so schmelzen, karamellisieren. Gebe ich jetzt noch Zimt dazu, aber der Zimt wirklich nach Geschmack. Nicht jeder macht Zimt zu den Birnen. So, und da habe ich mir gedacht, dass ich jetzt diese Birne gebe ich da rein und lasse ein bisschen schwenken. Ich möchte nicht, dass die kaputt gehen, aber dass die etwas weicher werden, dass wir die auf den Kuchen legen können. Weil ich die will nicht mehr backen, sondern habe ich gedacht, dass ich die auf den Kuchen mache, den Sahne und dann auf die Sahne abgekühlte Birne. Deswegen muss ich jetzt die hier, kann man sagen, fertig kochen. Die Hitze etwas runter, weil es schon ein paar Minuten wird es dauern. So, unser Kuchen ist jetzt fertig. Schaut, so sieht er aus nach 25 Minuten und wenn er Stäbchentest macht, alles perfekt. Stelle ich jetzt ab die Küchengitter zum Abführen. Bei den Birnen sieht jetzt so aus. Ich hatte die schon mal gedreht, dass von beiden Seiten werden die in den sozusagen Sirup schwenken. Und testet bitte die Birne mit den Stäbchen, wie weich sind die. Das musst ihr nach eurem eigenen Geschmack anpassen. Die sind für mich zum Beispiel jetzt noch zu fest. Ich drehe aber die nochmal, die andere Seite und lasse die mit dem Deckel noch ein paar Minuten schmoren. Insgesamt sind die schon bei mir 8 Minuten, aber die sind mir noch immer zu fest. Darf man aber nicht verpassen, diesen Moment, dass die dann nicht zu weich sind und fallen auseinander. Mein Herd ist ziemlich auf so eine niedrige Stufe, dass es wirklich nur schmort und nicht anbrennt. Und ich mache nochmal den Deckel drauf.
Nachdem jetzt gewünschte Konsistenz habt ihr von den Birnen, dann lässt ihr erstmal die Birnen abkühlen. Dass der Kuchen schneller abkühlt, werde ich erstmal mit dem Papier auf den Gitter ziehen. Einfach hier am Rand mit dem Messer leicht gehen, einfach vorsichtig. Dann ganz langsam aufmachen und dann seht ihr, wie der Kuchen abgeht. Gehen wir auf den Gitter mit dem Papier runter, dass er unten nicht schwitzt und dann nicht nass wird. So, und lassen wir ihn erstmal vollständig abkühlen und dann kann man ihn auf die Platte drauf machen. Also, was wollte ich noch sagen? Auf den Birnen kommt dann geschmolzene Schokolade und ein bisschen von den Mandelblättchen. Ich habe nur so eine Handvoll genommen und werde die einfach nur ein bisschen anrösten. So, ungefähr habe ich 15 Minuten auf die langsame Stufe schmoren lassen in diese sozusagen Zuckersoße, Karamell, die Birne. Und wenn ihr jetzt so reindrückt mit den Stäbchen, dann bleibt die Birne nicht mehr hängen. Aber wenn er das drauf drückt, es spürt, es ist noch fest. Nicht so, dass er komplett auseinander geht. Und durch das Haut hält das alles so zusammen. So, es kann man jetzt die auf die Teller rausnehmen und abkühlen lassen, dass wir dann auf die Sahne drauflegen können. So, meine Lieben, wir können unsere Torte oder Kuchen, wie es es nennen, jetzt zusammen machen. Ist schon abgekühlt. Die Birnen sind auch schon fast nicht mal warm. Die Nüsschenblättchen habe ich auch schon angeröstet. Schokoladen schmelzen lassen. Das kann man beim Schokoladeschmelzen ganz so ein Teelöffelchen Öl dazu geben. Oder Kokos, diese feste Kokosfett, ganz kleine Ecke, dann glänzt ja schön. Aber ich hatte schon auch gedacht, dass bei uns ist hier noch so ein bisschen Karamell übrig geblieben und die ist relativ richtig so schön dick. Es könnte mal, wenn einer das nachmacht, dass vielleicht das lieber auf den Kuchen machen und dann Schokolade kann man weglassen. Oder kann man beides machen, wie einer so möchte. Aber erstmal werden wir jetzt Sahne aufschlagen. Ich nehme nur einen Becher. Ich denke mir, das reicht für diese Kuchen. Es muss auch nicht dicke, fette Schicht sein. Und werde verwenden hier jetzt ein Päckchen Vanillenzucker, weil ich möchte gerne, dass er so weiß bleibt. Und ich nehme auch keinen Zucker hier mehr. Es ist genug Zucker woanders. Und werden wir jetzt fest aufschlagen. Das reicht schon, bevor wir Butter bekommen. Und werden wir jetzt einfach auf unsere Kuchen obendrauf streichen. Ich kann mir auch vorstellen, diese Kuchen, diese von Dr. Oetker Paradiescreme, aufschlagen und auch drauf machen mit irgendwelchen anderen Geschmack. Ich glaube, wird das auch gut schmecken. Wenn einer möchte etwas schicker haben, kann man in eine Spritze reinmachen oder in diese Bäckerbeutel und einfach so eine Tüpfchen machen in einer Reihe. Könnte man sogar, ich glaube, 2 oder 1,5 Becher Sahne nehmen. Aber so ist es beim Experimentieren. Beim nächsten Mal wird mal besser. Und jetzt werden wir alles verschönern mit unseren Birnen. Wie wir die legen, müssen wir mal schauen. Bisschen in die Sahne eindrücken kann man. So, jetzt bleiben wir ein paar. Mehr werde ich nicht machen. Und jetzt gebe ich einfach Schokolade oben drauf. Ich glaube, das wird es ausreichen, dass dann nicht zu überladen wird. Und ein bisschen Blättchen von Mandeln. Fertig. Ich glaube, es kann sich sehen lassen. Schaut. Etwas soll es ein bisschen ziehen und dann schneiden wir noch ein Stückchen ab und probieren, wie es schmeckt. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. So sieht unser Kuchen aus. Und mal schauen, was sagt unser Experiment. Schneiden wir ein Stückchen ab. Auch der Boden ist aber so weich. Jetzt mal zeige ich euch so.
Na, schaut. Ja, eine Birne will abhauen von oben. So. So sieht das aus. Und jetzt probiere ich. Die Birne habe ich schon probiert, was ist übrig geblieben. Schmeckt sehr gut. Und jetzt den Teig. So locker und sehr nussig. Aber wie in Luft, den Teig. Wirklich sehr, sehr lecker. Was hatte ich gedacht noch? Dass diese Karamell, was noch übrig in die Pfanne geblieben, kann man auch an den Tisch stellen. Und wenn einer mag, kann sie sich auch ein bisschen auf seinen Kuchen oder einfach daneben was geben und eintunken, dass es dann nicht so weggeschmissen wird. So, liebe Freunde, ich glaube wirklich, mein hier Versuch wirklich gut gelungen und schmeckt so lecker. Braucht man natürlich noch eine Tasse Kaffee, aber ich kann euch wirklich empfehlen, das nachzubacken. Es ist wirklich sehr gut gelungen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachbacken. Würde mich sehr freuen über eure Kommentare. Wie hat es euch geschmeckt? Und für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt mit euren Freunden und Bekannten, vielleicht bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Von ganzem Herzen. Wirklich. So, liebe Freunde, ich wünsche euch eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder Freunden. Alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!